wie funktioniert diese Zündschnurmechanik? Ich komme auf die Blöcke echt nicht so klar. Und das finde ich auch ehrlich gesagt jetzt ein bisschen schade an dem Spiel, dass es jetzt halt so dermaßen viel mit diesen Blöcken hier zu tun hat, weil am Anfang waren die Rätsel noch irgendwie, da war es noch viel mehr so ein Aha-Erlebnis, weil man halt irgendwie was gemacht hat, was man vorher noch nicht gemacht hat. Und jetzt kommt hier das immer nur noch mit den Blöckchen. Blöckchen hier, Blöckchen da. Naja, also nicht falsch verstehen. Ich finde es immer noch ein super Spiel. Aber der Anfang hat mich irgendwie mehr gepackt. Das hier ist jetzt wirklich... Ja gut, man muss natürlich auch nachdenken, aber es fehlt mir so ein bisschen so dieses Staunen darüber. Jetzt ist es mehr so, man bastelt sich was. Und ja, in der Hoffnung, dass es funktioniert, aber wenn ich das von der Seite mache, nee, das hat auch überhaupt keinen Effekt. Oder wenn ich das hier drüben mache, dann geht auch nur die Seite hier weg. Ich verstehe das nicht. Oder haut er immer das weg, was kürzer ist? Kann das sein? Ja, aber bei meiner Zündschnur vorne, vorhin, da ging es doch auch in beide Richtungen. Ich bin ja echt immer noch ratlos. Was es mit diesen Blöckchen hier auf sich hat? Mal probieren, wenn ich hier eins wegnehme. Ja klar, dann macht er da irgendwie immer die kürzere. Irgendwie ist jetzt der Sound so als ob der dauernd Blöcke wegmachen würde, aber er macht sie gar nicht weg. Oder war das ein Soundbug? Ach nee, hier hinten, da geht's ja immer noch ab. Irgendwie habe ich es jetzt kaputt gemacht oder so. Ich habe keine Ahnung. Das geht jetzt hier in Endlosschleife. Auch nett. Ja, dann muss ich dafür sorgen, dass das hier kürzer ist als das, was ich, als die andere Richtung sozusagen. Wie mache ich das? Na gut, ich könnte hier einfach ein bisschen das verlängern. Einfach mal so richtig lange machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Ja, das müsste aber länger sein als auf der anderen Seite. So, und dann probiere ich es jetzt nochmal. Es funktioniert. Komm. Jawohl. Also so ganz allmählich, Schritt für Schritt, verstehe ich ein bisschen besser diese Klötzchen. Aber es ist halt echt so im Schneckentempo. Some challenges exist just to test how much we know. Ja, das stimmt. So gut kannte ich mich hier nicht aus. Okay, aber das sollte ja kein Problem sein. So. Dann bin ich auf der Seite und jetzt kann ich hier weitergehen. Boah, heftige Stelle, aber... Ach, das ist hier auch wieder wie so ein Museum. Die blaue Kanone in der Vitrine. Das da ist irgendwie, keine Ahnung, ein Prototyp oder so. Die hat gar keine Farbe. Das hier ist irgendwie eine
eine gelb-rot gemischte Kanone. Und das ist nochmal eine... Ach, sind das hier Entwürfe? Ist das hier quasi so ein Easter Egg? Also quasi die Entstehung von dem Spiel? Da hat Detail. Oder wo geht's denn los? Geht's hier vielleicht los? Walk. Ah, da sah die Kanone noch ganz anders aus. So, make gun nozzle a circle instead of weird shape it is now. This is roughly the angle the gun should be when it is at rest. Can't fit gun on screen nicely because the ring is an oval. Heaps of wasted space. Okay. Ja, das sind hier so die Sketches quasi vom Entwickler. Und dann hat er das alles hier noch ein bisschen angepasst. Brick Tool. Ach so heißt das offiziell. Gun Base. Level 1. Level... Ah, Level 2, Level 3, Level 4. Aber es ist ja dann irgendwie immer gleich geblieben. Es hat sich ja nur die Farbe verändert. Und nicht die Form. Was the handle intended? To go over the shoulder or be held? Ja. Gut, wer ich bin in dieser Angelegenheit, das ist ja auch unklar. Es gibt ja keine Story. Okay, und dann hat sie sich so langsam verändert. Color Breakdown. Ideas only. Okay. Stripes of color around inner ring edge and gun. Und so sah es dann, die Tail Breakdown, und so sieht sie dann am Ende aus. So sah sie mal ganz am Anfang aus. Ja, richtig krass. Richtig krasse Idee auch. Aber weiter komme ich hier jetzt nicht. Das heißt, das war jetzt wahrscheinlich einfach nur das Easter Egg. Und ich kann hier nichts machen. Also davon gehe ich zumindest aus. Nicht, dass hier noch irgendwie eine versteckte Wand ist oder so. Mal testen. Mal alle Wände ablaufen. Man weiß ja nie. Ich habe ja schon so versteckte Wände gefunden. Aber das hier... Ja, hier geht es auf jeden Fall nicht mehr woanders hin. Wo war ich jetzt hier? Ah ja, genau. Hier Kreis heißt ja Sackgasse. Also, den Teil hätte ich dann auch erforscht. So. Jetzt muss ich mal gucken. Possible Paths, da ist ja auch noch was. Ach so, weil ich ja da drüben noch nie war. Okay, aber ich kann da nicht... Fall dann da einfach nur runter. Vielleicht braucht man hier wirklich die rote Kanone. Und so kriege ich das nicht hin. Aber hier war ich auch noch nicht weiter, oder? Das ist ja nichts... Also hier müsste ich mir auch wieder quasi eine Brücke bauen. Okay, die wachsen nach. Dann kann ich die wirklich bedenkenlos... genau, und die Blöcke sind gelb. Das heißt, das muss hier mit der gelben Kanone zu schaffen sein. So. Ich kann mir jetzt hier erstmal eine schöne Reihe machen.
Könnte die jetzt sogar wieder noch weiterführen. Naja, ich mach mal das hier weg. Und zieh mir... Ah, das geht aber so gar nicht. Ich muss schon so machen. Dafür könnte ich... Keine Ahnung, ob das jetzt geht, hier so ums Eck rum. Jetzt ist er nach da gegangen. Das ist ein bisschen suboptimal. Also es ist zu machen, aber man muss ein bisschen gucken, wie man hier vorankommt. Dann geht er ja auch wieder dahin. Natürlich, weil ich ja hier auf der anderen Seite der Scheibe bin. Hohoho. Wie soll man das denn schaffen? Naja, ich kann mir ja hier erstmal eine Brücke bauen. Also das wäre kein Problem. Sogar noch eins reinsetzen, jo. Und dann kann ich hier auf jeden Fall rüber spazieren. Aber ich kann ja jetzt nichts machen. Doch, kann ich. Natürlich, ich habe doch in dem anderen Raum, da habe ich das ja auch gemacht. Das heißt, ich kann mir jetzt eigentlich das hier so ein bisschen zu mir herziehen. Und kann dann da ganz entspannt nach da drüben laufen. Falle ich da nicht runter? Nee. So, und jetzt müsste ich eigentlich nur... das nach da kriegen. Und das zieht es ja dann hinter mir immer wieder weiter. Mache ich mal nach da. Und dann bin ich ja schon da. So, ruhig mal auf Nummer sicher gehen. Geschafft. Sometimes you need to be carried. Okay, ja, das war jetzt quasi wie so eine Gondel, die mich da rübergebracht hat. Und ich bin wieder im Turm. Da hinten. Das ist die rote Kanone. Das hier hatte ich noch überhaupt nicht gesehen. Sieht auch mal krass aus, weil es so ganz in Schwarz-Weiß ist. Da ist die rote Kanone. Da ist unser Ziel. Und hier war ich schon. Ja. Hier war ich schon, aber... Oder hatte ich das hier noch gar nicht gemacht? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Aber hier war ich auf jeden Fall schon mal. Aber vielleicht hatte ich das dann da noch gar nicht begriffen, wie das funktioniert. Geht das so? Also so geht's ja schon mal nicht. Geht das nach da? Okay, aber dann kriege ich es doch nicht mehr weiter. Das ist mir noch irgendwie ein bisschen ein Rätsel. Oder muss man das hier rausziehen? Nee. Das war auf jeden Fall falsch.
Man muss schon die beide drin haben. Okay, aber jetzt kriege ich das gar nicht mehr. Ich kann die ja auch nicht schieben, oder? Das geht ja absolut nicht. Ich kann die nicht schieben. Oder geht das so? Jetzt verstehe ich das. Ich kann dann, wenn ich mal gedrückt habe, dann kann ich darüber springen und dann kann ich die doch quasi schieben, okay. Ja, das muss man natürlich erstmal wissen. So, und wenn ich jetzt so mache und so und so, dann geht das. Wie gesagt, ich bin immer noch ein bisschen unsicher, was die Mechanik von den Klötzchen angeht. Straightforward problems can often require roundabout solutions. Okay. Was ist das für ein abgefahrener Raum? Hier sind so Treppenstufen. Okay, hier komme ich aber nicht weiter. Solche Teile hatte ich ja überhaupt noch nicht. So, ich kann da absolut nichts machen. Aber ich muss irgendwie da reinkommen. Ist das mein Plan? Muss ich da oben reinkommen? Na gut, ich guck mal. Ach was. Das hatte ich noch nicht. Das ist neu. Okay, aber wie... Weil ich hüpfe auf jeden Fall immer nur drüber. Ah, das... Muss ich dann da rein? Ab. Oder muss ich dann noch höher? Ich kann es mir nur anschauen, aber ich kann eigentlich nicht rein. Kann ich da auch in die Richtung? Nee, ich werde, egal von welcher Seite ich da komme, ich werde immer in dieselbe Richtung geschleudert. Ja, das ist der Tower. So viel steht fest. Aber was es damit auf sich hat? Ah, guck mal. Breaking the Arc. Climbing the Tower. Aber das hier hatte ich jetzt... Hatte ich das jetzt hier schon? Achso, ja klar. Und dann bin ich darüber. Und dann war ich da. Okay. Na gut. Aber dann würde ich mal wieder sagen, dann war's das. Mit Antichamber für diese Aufnahme. Ich muss mich noch so ein bisschen dran gewöhnen an die gelbe Kanone. Aber es ist... Okay, die unterste Reihe, die ist noch fast ganz leer. Es ist nicht mehr so wahnsinnig viel, aber es wird natürlich am Ende immer schwieriger. Und ja, in diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal bei diesem wunderbaren, aber auch ein bisschen verrückten Spiel, sagt der Loi.